mega Live-TV-Sendung zur Nürnberger Webweek 2017. Ja, wir haben einen kleinen Einspieler für euch vorbereitet. Nürnberger Webweek bietet dieses Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen. Von Themen wie E-Commerce bis hin zu Workshops und Coden ist hier alles abgedeckt. Neben den interessanten Vorträgen bietet die Webweek auch lockere Diskussionsrunden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Zahl der Veranstaltungen von 60 auf 100 angestiegen. Die komplette Webweek wird neben Novartis und Dativ unter anderem von Silbury gesponsert. Alle Veranstaltungen finden zwischen dem 15.05. und dem 21.05. statt. Die Webweek erstreckt sich außerdem von Nürnberg über Fürth bis nach Erlangen. Ob man hier Businesskontakte knüpfen oder ganz einfach kalte Getränke in entspannter Atmosphäre genießen möchte, ist jedem selbst überlassen. Networking wird hier allerdings großgeschrieben. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck, was auf der Webweek euch alles erwartet. Und nun kommen wir zu unserem Gast. Hallo. Christian Wolf. Er ist Berater auf der Webweek und arbeitet für User-Centered Strategy. Genau. UCS, eine Agentur, die auch hinter der Webweek steht. Genau. Schön, dass du da bist. Danke, schön. Danke für die Einladung. Genau. Wie ist der Stresslevel so bis jetzt? Drei Tagen Webweek? Ja, wir sind gut am Arbeiten. Es rotiert alles gut. Ingo, der Chef hinter der ganzen Geschichte, ist, glaube ich, auf jeder der 90 Veranstaltungen jeweils einmal da. Und der ist echt am Rotieren. Ich sehe ihn auch nur noch ab und zu. Unser Büro, wir sehen ihn auch in der Firma nur noch ab und zu. Aber es wird ja dann irgendwann, wenn die Webweek rum ist, wieder rum sein. Und es macht ja auch unheimlich viel Spaß. Ist er dann auch wirklich nach Neumarkt gefahren und Erlangen oder nur innerhalb von Nürnberg bei den Veranstaltungen? Nee, er versucht schon wirklich alles abzukriegen. Okay. Also er wird nicht alles, was zeitgleich ist, hinkriegen, aber er sucht sich schon die guten Veranstaltungen mit raus. Einfach, weil es auch Sinn macht, dieses ehrenamtliche Engagement zu unterstützen mit seiner Anwesenheit. Er muss halt da sein. Na klar. Ja. Ich war bei einer Veranstaltung und da war er dann auch vor Ort, fand ich schön. Man kann ihm auch folgen, ne? Also auf Instagram. Wir haben den Instagram-Channel nwww und da gibt es die Instagram-Stories und da... Das macht der Ingo, das heißt, da kann man ihm wirklich folgen und immer sehen, wo er gerade rumrennt, was er wieder tut. Sehr spannend. Also wenn ihr aktuell dabei sein wollt, dann folgt doch dem Instagram-Channel nowww und dann kriegt ihr immer alles live mit. Genau. Cool. Gut. Fangen wir mal an mit der Anfänge der Webweek. Wie kamt ihr auf die Idee oder wie ist es überhaupt, also der Ursprung, wie kam es dazu? Letztlich war das eine Bierlaune. Von Ingo Di Bella und Florian Bailey, den beiden Chefs auch der Agentur, die in der Region auch verwurzelt sind und hier schon immer aktiv sind im Digitalbereich. Und man einfach zusammensaß und dann irgendwie gesagt hat, Mensch, wir müssen mal was tun. Es gab diesen Webmontag, da hat man sich sowieso schon getroffen. Das haben die beiden auch initiiert und dann gab es irgendwie immer verschiedene Meetups und Stammtische und Dinge. Und eigentlich das unter einem Dach zu vereinen. Und dann haben die einfach in so einem persönlichen Netzwerk erstmal angefangen, relativ kurzfristig so ein Ding zu organisieren. Haben da schon 500 Leute auf ein paar Veranstaltungen gekriegt, einfach durch das normale Netzwerk. Ja, und es war so ein Erfolg, dass man gesagt hat, ja, das machen wir halt richtig. Und dann ist die Webweek einfach schrittweise immer mehr gewachsen, von 500 jetzt auf, letztes Jahr waren es 6.000 Besucher und dieses Jahr, denke ich, werden wir knapp an die fünfstelligen Besucherzahlen kommen. Also das Ding wächst und trifft auf positiven Widerhall, weil einfach, was Ingo und Florian auch damals schon gesehen haben und was auch richtig war, ist, Nürnberg versteckt sich ja immer so gern. Also Nürnberg, Burg, Dürerhase und so. Mhm. Und halt Bratwürste. Und eigentlich ist Nürnberg schon so ein gewisser Digital-Hub, merkt man aber gar nicht. Müssen immer alle nach Hamburg und Berlin und sowas. Genau. Aber hier ist halt viel cooler. Also euer Ziel ist es auch, in Mittelfranken so einen Posten aufzubauen. Wie du schon sagst, Köln, Hamburg, Berlin sind ja so die Knotenpunkte, gerade im Medienbereich oder auch im Webbereich. Und ihr, also mit der Webweek wollt ihr auch erreichen, eben hier ein bisschen mehr? Ja, uns zu etablieren, auch deutschlandweit zu etablieren. Also man hat immer,
es zieht ja jeden immer, ich meine, das kennt ja jeder irgendwie aus dem Studium irgendwann, es zieht einen immer irgendwie nach Berlin oder Hamburg, weil da ist halt alle die hippen Agenturen und da ist das hippe Leben. Aber ehrlich gesagt ist die Region hier unheimlich lebenswert. Ich komme selber aus Erlangen, also bin hier aufgewachsen. Es ist eine unheimlich schöne Region. Wir haben, glaube ich, die größte Brauereidichte. Wir haben die beste Bratwurstvielfalt. Also das kann man, man kann hier leben. Auf jeden Fall. Und ja, und ehrlich gesagt haben wir hier halt auch eine spannende Industriekultur gehabt mit den Firmen, mit den Quelle und AEG und solchen Geschichten, die dann einfach kaputt gegangen sind und irgendwas muss nachkommen. Und hier in Nürnberg in der Region, Nürnberg führt Erlangen in der ganzen Metropolregion, wird was aufgebaut. Also da kommen wirklich Startups mit Substanz hinterher. Und es kommen jetzt auch Startups, die vorher in Berlin oder in diesen hippen Regionen waren, kommen hier nach Nürnberg. Billomat zum Beispiel hat seinen Sitz hierher verlegt. Ein super Startup, was einfach Abrechnungen, Rechnungswesen für Firmen macht. Sind hier, weil sie einfach sagen, hier haben sie mehr Freiraum, da ist das noch nicht so verhipstert vielleicht auch, sondern es ist einfach, da ist so Freiraum, freies Denken, da kann man einfach spontan sich treffen. Und die Wettweg hat genau die Aufgabe, diese Leute zusammenzuholen auf coolen Veranstaltungen, spannenden Veranstaltungen und ins Gespräch zu holen, zu vernetzen und einfach zu reden, weil da ist noch mehr möglich in dieser Stadt. Habt ihr, also weil du sagst, es ist ja so ein stufenweiser Prozess gewesen, es ging immer, ist halt immer größer geworden. Gab es da auch irgendwelche großen Hindernisse, wo ihr gesagt habt, jetzt waren wir kurz davor, doch aufzugeben? Oder? Naja, es gibt halt irgendwann, also wir kommen schon, es wird ehrenamtlich organisiert, sagen wir es mal so rum. Okay. Natürlich stehen da Firmen mit dahinter, also UCS, Tollwerk ist auch mit Initiator, die das Ganze ein bisschen mit fördern, auch die Coworking Spaces unterstützen das. Und die stecken natürlich Manpower rein. Und das trotzdem hängt halt unheimlich viel ehrenamtliche Arbeit drin. Du musst die Events organisieren. Wir machen ja als Webweg keine eigenen Events in dem Sinne. Wir bieten ja nur das Dach, die Marketingplattform, wir machen das Magazin, wir machen ein bisschen die Bloggeschichten und wir machen das ganze Merchandise drumherum. Und das muss alles geschehen, die Logistik muss sein, jede Veranstaltung hat eigene, kriegt ja Hocker und Displaywerbung und Zeug. Das wird alles organisiert und das organisiert sich nicht in 2 Tagen, sondern das braucht immer so ein gutes Jahr Vorlauf. Mhm. Also die nächste Webweg ist auch schon in der gewissen Planung drin. Das alles geht nicht ohne Geld. Und was wir brauchen, sind halt Sponsoren. Und da haben wir jetzt wirklich eine stabile Basis an Sponsoren, die auch wirklich viel Geld reinstecken, auch viel Liebe reinstecken, das muss man auch sagen. Mhm. Die engagieren sich da auch über die Maßen. Wenn man die DATEV sieht, die ist ja dieses Jahr Hauptsponsor gewesen. Bei denen haben wir dann die einzige Veranstaltung, die wir als Webweg organisieren, die Opening Night gemacht in Verbindung mit dem Webmontag. Die haben uns da ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt am IT-Campus. Das sind natürlich geniale Räumlichkeiten, haben das gecatert, haben das gemacht. Das allein, diese Veranstaltung, ist ein riesen Organisationsaufwand. Und das muss alles irgendwie bezahlt werden. Und da beginnt jetzt schon wieder die Sponsorensuche und der Weg nach außen. Wir merken aber auch, dass die Türen immer leichter aufgehen. Also die Leute, gerade die Unternehmen hier in der Region merken, dass sie Bedarf haben. Sie stellen immer mehr Entwickler ein, brauchen in dem IT-Bereich viel mehr, im Internetbereich. Digitalisierung ist ein Thema. Wir haben auch jetzt ganz spannenderweise als den einzigen, den großen regionalen Medienpartner, die Nürnberger Nachrichten dabei, die eben auch verstanden haben. Wir haben mit der Chefredaktion da viel gesprochen, mit dem Herrn Husarek vor allem, der eben auch gesagt hat, ja, Digitalisierung, da führt halt keinen Weg dran vorbei. Auch die lokale Presse muss sich ändern. Sind auch in engem Austausch. Auch die wollen an dem Thema mitmachen, die wollen sich da beteiligen. Wir haben das auch in Erlangen gesehen, da sind die Redaktionen umgeschwungen. Also wir merken, dass wir von so einer Nerd-Geschichte, also Entwickler treffen sich, SEO-Leute treffen sich und diskutieren über Keyword-Dichte, hin zu einer breiteren Veranstaltungsform gekommen sind. SEO-Geschichten, Entwickler, solche Sachen und eben Instagram-Ausstellungen. Coda Dojo für kleine Kinder, die irgendwie ganz cool irgendwelche Filme programmieren oder Roboter machen. Super cool. Ja. Also würden nicht, es ist immer wieder Motivation halt. Immer. Genau, was auch ganz wichtig ist, weil du sagst, das ist alles ehrenamtlich, ihr verlangt ja auch keinen Eintritt. Es gibt in dem Sinne keinen Eintritt, sondern man meldet sich für die verschiedenen Veranstaltungen an, aber es wird ja auch kein Geld verlangt. Sondern Veranstaltungen haben halt irgendwann eine Begrenzung. Ganz klar. Genau, klar. Es gibt ein, zwei, glaube ich, die auch Eintritt verlangen, weil sie aber auch Weltklasse-Speaker da haben, die sie halt auch bezahlen müssen. Das ist aber auch das vielleicht, was uns von vielleicht der vergleichbaren Veranstaltungsgröße unterscheidet von der Republika, die einfach ein bisschen anderes Konzept auch hat, bei der zahlt man Eintritt, die aber auch eine völlig andere Ausrichtung hat. Also die Republika geht ja ganz anders an dieses Thema ran und wir sind ja eher so eine Vernetzungsgeschichte und Vernetzung geht nicht mit Eintritt. Ja? Also Vernetzung geht halt, man trifft sich. Genau, auf jeden Fall.
Ja, dann kommen wir mal zu der Webig jetzt. Also ich weiß, dass du den, dass du das Magazin gestaltet hast. Das Magazin gestaltet hast. Das gestaltet ist nicht, ich habe es verantwortet. Okay. Gestaltet hat der Bertram von Tolberg, der unseren Nürnberger Dürerhasen quasi kreiert hat. Genau, in einem neuen Stil. In so ein bisschen anders. Wir haben halt gedacht, wir machen mal Dürerhase mit Katzenkopf, weil Cat-Content, also Nürnberger Cat-Content, wenn man so will. Und das Magazin hat so ein bisschen die Aufgabe, das ist so ein bisschen, ich bin in quasi die Chefredaktion, ein bisschen ein kleines Team drumherum. Die Aufgabe hier ist, den digitalen Wandel, digitale Transformation, wie auch immer man dieses Buzzword verwenden möchte, so einer breiteren Gesellschaft beizubringen. Also ich sage immer so, wenn ich meinen Eltern erklären kann, was ich beruflich tue, dann habe ich halt viel erreicht. Und dass das halt auch wichtig ist. Wir haben da kleine Mittelständler drin, beispielsweise eine Kinderschuhherstellerin aus Erlangen. Mhm. Die hat da so einen kleinen Schuhladen, den würde man gar nicht mitkriegen, wenn man keine Kinder hätte. Wenn man die aber kennenlernt, dann lernt man irgendwie, dass die eigene Schuhe gestaltet und macht und tut und die über ihren Online-Shop verkauft. Und das ganz Spannende ist, dass dieser Online-Shop ganz schön rockt. Und die sitzt aber in Erlangen in der Altstadt und die bleibt auch da, die will da nicht weg. Also die ist genau das Gegenteil von dem, was immer gejammert wird, digitaler Wandel, alle werden irgendwie sterben. Nee, gar nicht. Die hat irgendwie geschaut, was kann ich da machen, wie kann ich mich da irgendwie anpassen, wie kann ich was rausziehen. Hat sich einfach auch diese Medienkompetenz angeeignet. Ja, also sie hat auch Fehler gemacht. Ja klar, also sie hat aber auch nicht rumgejammert und hat halt gesagt, okay, so und so muss es laufen und dann, genau. Oder dann habe ich auch eine Chance. Maßdesignerin aus, Maßschneiderin aus Erlangen auch, oder Tina Langheinrich, die ja in Nürnberg regelmäßig die geilsten Süßigkeiten backt. Ja? Die gehen dann einfach mal hin, die probieren es halt, die trauen sich aber auch zu scheitern. Also man kann im Internet auch mal was machen und dann geht es halt schief. Mein Gott. Ja? Aber sie gehen ran und damit sind sie im Gespräch und tun Dinge und Leute werden aufmerksam. Und das Spannende ist ja, dass wir ohne dieses Internet wird es nicht mehr gehen. Ja? Auf jeden Fall, ja. Das müssen die Leute verstehen und ich glaube, das bringt mir die Breite. Okay, also nochmal zurück zu deiner Aufgabe. Also ja. Abgesehen vom Magazin, welche Aufgaben erfüllst du jetzt noch auf der Webweg? Ich rede viel über die Webweg in Live-Sendungen. Das ist ein Job. Ja. Ich betreue den Blog und bin für meine eigenen Veranstaltungen noch zuständig, die ich selber organisiere. Die Erlangen-Shots in Erlangen, deswegen Erlangen-Shots, klar. Und koordiniere so ein bisschen die Content. Früher hätte man gesagt Inhaltsbearbeitung, redaktionelle Bearbeitung. Die Content-Betreuung im Hintergrund. Okay. Gibt es ein Event, auf das du dich am meisten freust? Oder war das vielleicht sogar schon? Also die Opening Night war ein Highlight. Das ist aber auch jedes Jahr ein Highlight. Letztes Mal waren wir in der Nürnberg Messe drin, heute dieses Mal in der DATEV. Das ist schon immer richtig geil. Also, weil da sind sie halt alle. Ja, und dann sprechen spannende Leute. Es gibt ein gutes Essen, auch immer ganz schön. Ja, das ist eine schöne Vernetzungsgeschichte. Da sind sie, da treffen wir uns. Was, glaube ich, spannend wird, ist die Fake News Night. Von Nordbayern mit organisiert. Die ist am Donnerstag? Freitag, wenn Freitag. Ich mich ganz falsch. Ich glaube Freitag. Und da wird ein kleines Mädchen abends eine Rolle spielen auf der Bühne. Okay. Und die durfte ich kennenlernen. Das ist ein krasses Mädchen mit irgendwie, ich glaube, 6 Jahre, 7 Jahre. Wahrscheinlich killt sie mich das nächste Mal, wenn sie mich trifft, wenn ich das Alter jetzt falsch gesagt habe. aber die ist ernsthaft fit und die geht unbedarft an die Sache ran. Das ist echt cool. Okay. Also das wird spannend. Gut, also weißt du, ob die Veranstaltung schon voll ist oder gibt es da noch Plätze? Ich vermute, dass sie voll ist, aber ruhig mal auf die Gästeliste schreiben. Ja klar, also schreibt euch auf die Gästeliste, klingt doch auf jeden Fall interessant. Gut, gab es schon ein Event, was dir irgendwie, was dir nicht so gut gefallen hat oder willst du da? Nee, alle Events sind erstklassig. Sehr gut, ja. Klar, also. Nee, ich meine, es gibt Events, die interessieren mich mehr und es gibt Events, die interessieren mich weniger. Liegt aber an meinen persönlichen Vorlieben. Ja, also klar. Wie es halt so ist, ja. Genau. Welchen Stellenwert hat die Webweg für Nürnberg? Also jetzt gerade im Vergleich zu Republika oder auch vielleicht auch zu größeren Veranstaltungen wie die Blaue Nacht, die natürlich jetzt nochmal eine Nummer größer ist, aber auch eine ganz andere Richtung hat. Aber also welchen Stellenwert hat die Webweg da in Nürnberg? Ich glaube, es ist für Nürnberg eine Riesenchance. Das sickert auch durch. Die Stadt Nürnberg unterstützt uns ja auch. Gerade der Herr Fraß unterstützt uns da also schon sehr arg. Aber es ist vielleicht noch nicht überall angekommen, aber es ist eine Riesenchance für Nürnberg. Weil diese Industriegeschichten und sowas werden nicht mehr so diese Zukunft in dem Sinne haben und die Digitalisierung und die digitale Wirtschaft.
die ja nicht nur im Netz arbeitet, sondern die ja auch Dinge herstellt, die wird immer stärker und wichtiger werden. Ich glaube, dass das für Nürnberg eine der spannendsten, wenn man so will, Messen, kann man es ja nicht richtig nennen, aber Veranstaltungen ist, weil Nürnberg da einfach merkt, was so passiert, was kommt und was auch an neuen, vielleicht großen Playern kommt. Und welchen Stellenwert hat die Webweek für dich selber, also für dich persönlich? Also wie? Ein Highlight des Jahres, neben der Bergkirchweih. Okay, ich verstehe. Genau. Welche Erwartungen habt ihr an die Webweek gestellt? Also hast du so ein Zwischenfazit für uns vielleicht sogar schon? Wir sind zufrieden erstmal. Also wir sind schon mal sehr zufrieden mit dem Verlauf bisher. Es wird immer professioneller. Wir sehen das am Magazin. Das war am Anfang einfach nur so ein Veranstaltungsheftchen. Jetzt ist der Programmteil im Magazin eigentlich schon, sagen wir mal, 10% und der Inhaltsteil 90. Wir sehen es bei den Veranstaltungen, sind einfach vielfältiger geworden. Viel mehr Themen, die irgendwie abgearbeitet werden. Wir sehen auch, dass die Zielgruppe heterogener wird. Also es wird halt ältere Leute kommen, junge Leute kommen. Es sind so alle dabei, verschiedene Schichten. Das ist sehr spannend und das ist, glaube ich, ein positives Zwischenfazit. Und richtiges Fazit können wir erst ziehen, wenn es halt rum ist. Na klar, also das, was du vorhin meintest mit dem, es geht weg von dieser Nerd-Richtung auf, also wirklich allgemeiner, auch kommerzieller eigentlich auch, also das sieht man auch jetzt schon. Ja, kommerzieller, es ist halt einfach, also wir haben die Nerds immer noch und die brauchen klar, wir. Ja, die bleiben natürlich auch, ist ja klar. Ohne aber den, wie auch immer man den nennen will, Nerd, wird es nicht gehen, ja? Also irgendwer muss es ja programmieren und irgendwer muss es machen. Und Nerd ist ja auch eine sehr, sehr weite Bezeichnung, aber es ist schön, dass jetzt immer breitere Teile der Gesellschaft mitmachen. Okay, spiegelt sich irgendwas in allen Veranstaltungen wieder? Gibt es so einen roten Faden, der sich durch alle Veranstaltungen zieht? Oder? Wenn man sich Veranstaltungen so anschaut, also einmal ist natürlich Thema digitale Transformation, großes Buzzword, ne? Man kann jetzt auch Bingo rufen, ein großes Thema, einfach wie verändern sich jetzt Dinge in Mobility und Zeug und was. Und wir erleben auch das große Buzzword Agil, okay. Agile. Das Agile zieht sich gerade sehr stark durch viele Veranstaltungen. Kannst du uns das irgendwie kurz erklären, in ein, zwei kurzen Sätzen? Ist eine sehr agile Erklärung, die ich dir dann geben muss. Ne? Also es ist okay. Halt eine neue Form von, wenn man so will, Projektentwicklung, Projektmanagement. Das einfach nicht mehr so starr an Zeitplänen hängt, sondern mehr in Zwischenschritten arbeitet, die auch verschiedene Ergebnisse erzeugen, die auch zu Fehlern führen können, die man aber wieder ausmerzen kann. Ein agiles Projektmanagement. Okay. Aber jeder Scrum, Agil, blablabla, Master wird mich jetzt wahrscheinlich kreuzigen. Also es ist auch ein bisschen zu komplex, um das jetzt mal so kurz zu erklären. Ich verstehe. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die zukünftigen Webweeks ein. Wo siehst du die oder wo seht ihr die Webweek in der Zukunft? In Nürnberg erstmal. Ja. Was schön wäre, wenn wir haben es angefangen, in der letzten Webweek auch irgendwie Erlangen mit reinzuholen und Fürth mit reinzuholen. Was schön wäre, wenn wir jetzt immer weiter rausgehen müssen. Ja. Neumarkt dabei. Neumarkt ist eine Veranstaltung. Bayreuth, glaube ich, oder Bamberg. Bamberg ist was dabei. Bamberg ist eine, genau. Dann machen die Neumarkt ihren Webday, glaube ich, heißt es. Mhm. Neumarkt, Entschuldigung, wenn ich es falsch gesagt habe. Das ist cool. Also jetzt kommen so diese ganzen Orte, die man so gar nicht so auf dem Schirm hat, die kommen jetzt noch mit dazu. Erlangen hat jetzt 11 Veranstaltungen drauf. Nürnberg trägt immer noch die Hauptlast der Veranstaltungen, aber vielleicht ist jetzt auch mal Zeit, dass auch Fürth nochmal stärker nachzieht, dass wirklich jetzt mal diese ganzen Städte und Orte hier mal richtig einen drauf machen. Habt ihr schon irgendwelche Pläne fürs nächste Jahr? Also was ich sage, das habt ihr dieses Jahr nicht umsetzen können, aber nächstes Jahr definitiv? Sicherlich gibt es noch weitere Pläne, kann ich jetzt aber nicht konkret werden. Mhm. Was wir gelauncht haben jetzt, sind die Nürnberg Digitals. Ist eine Slack-Community quasi aus so der digitalen Gemeinde in der Region, dient der klassischen Vernetzung, wo auch jeder herzlich eingeladen ist, sich anzumelden und zu engagieren. Wir haben die Webweek Foundation, die auch eben so diese finanzielle Last ein bisschen abfangen soll. Da sind jetzt auch, haben wir so eine Pixel-Website gebaut, wo man sich so für einen Pixel irgendwie einkaufen kann. Da hoffen wir, dass jetzt mehr Leute irgendwie reingehen und da sich irgendwie engagieren, um einfach so eine gewisse Stabilität auch in diese Vernetzung zu bringen und diese Vernetzung, die wir einmal im Jahr haben, jetzt übers Jahr durchzuziehen. Also die Webweek quasi als ständiges Objekt. Also dass sie auch ständig auftaucht in den Köpfen? Ja. Nicht nur einmal im Jahr. Es ist immer schön, du triffst dich auf der Webweek, da machst du dann irgendwas, dann gehst du abends so ein Trinken und unterhältst dich. Und dann beginnt wieder der normale Arbeitsalltag. Und das immer wieder zu durchbrechen und zu sagen, Jungs, jetzt kommen wir wieder zusammen und bla. Genau. Und dann noch eine letzte Frage. Ja. Habt ihr schon irgendein Feedback bekommen, positiv oder negativ, was ihr sagt, das werdet ihr nächstes Jahr berücksichtigen oder in den nächsten Jahren berücksichtigen? Oder?
bisher gab es eher positives Feedback. Okay. Wir sehen, die Presseresonanz ist unheimlich positiv. Negatives Feedback wird es auch noch geben, werden wir dann einarbeiten und gucken, was wir besser machen können. Okay, gut, dann war es das soweit. Dann vielen Dank. Ich danke dir. Und das war's dann mit unserer Sendung, mit unserer Live-Sendung zur Webweek. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an der Sendung gehabt, auch wenn der Start ein bisschen holprig war. Aber so ist das halt manchmal, wenn man live sendet. Gut, und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Und ja, hast du noch einen Schlusssatz für uns? Schaut euch die Webweek an, schaut euch die Facebook-Seite an, die nuww.de-Seite. Geht nochmal auf die Veranstaltung. Ist noch was los? Gut, dann Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, das war's von uns. Ciao. We'll be right back.